Dann können wir anfangen. Herzlich willkommen zur 10. Jubiläumsausgabe. Nicht zur 10. Nein, ich fange nochmal an. So, bei der 10. schon. Ja, ja. Echt? Ja. Geil. Das ist also eigentlich schon die 11. Wir haben ja eine Nullnummer gehabt. Ja, eine Nullnummer, aber trotzdem. Das heißt 11. Und wenn wir die anderen beiden Versuche noch mitzählen, die wir nicht veröffentlicht haben. Hohoho. Ho. Sind wir schon bei der 100. Ja. Ja, aber lasst uns trotzdem das Jubiläum feiern und ich sage herzlich willkommen zur 10. Episode vom Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital. Und bevor wir uns gegenseitig vorstellen, Markus, bitte Musik. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB-News-Podcast mit Markus, Hannes und ganz genau. Und daher begrüße ich in Brandenburg unseren System Operator Markus. Hi, ich grüße euch auch. Und nach Wiesbaden gehen die Grüße an unseren Bike Operator Moritz. Ja, auch ich grüße euch auch. Und mein Name ist Hannes, ich begrüße euch wie immer aus dem wunderschönen Lemgo, nahe an Dänemark, oben irgendwo an der Kante Nordrhein-Westfalens zu Niedersachsen. Ist denn und, Lemgo eigentlich nördlicher als Berlin? Nein, Berlin ist minimal nördlicher. Ja, habe ich letztens schon tatsächlich mal nachgeguckt, denn ich bin nicht der nördlichste von uns. Ah, sehr schön. Ja, also du kannst demnächst mal anfangen dann auch im Plattdeutsch könntest du das nächste Mal dann sprechen, bitte. Muss ich erst üben. Ja. Und von daher würde ich sagen, wir fangen an. Wir sind in der 10. Folge mittlerweile. Wir hatten jetzt eine relativ lange Pause von knapp 4 Wochen, was unter anderem daran lag, dass Moritz viel unterwegs war. Schuld sind immer die anderen. Ja. Ja. Nein, aber es lag tatsächlich daran, dass das musst du überhaupt nicht leid tun. Das ist in Ordnung. Wir waren wirklich, wirklich sehr verärgert, aber das lassen wir uns hier nicht anmerken. Nein, Spaß. Also Moritz war bei den World Cups, war in Leogang und Fort William. Ich hatte tatsächlich parallel auch wenig Zeit und wir haben es einfach nicht hingekriegt. Und bevor ich morgen wieder weg bin. Und Urlaub hattest du, oder? Ich hatte tatsächlich Urlaub, ja. Aber ach ja, da ja. Jetzt hatten wir, kommt's raus. Moment, am Tag vor dem Urlaub haben wir nämlich noch unseren Podcast aufgezeichnet. Das war ja eigentlich auch schon Urlaub. Da hattest du schon Urlaub. Ja, genau. Genau. Du hast das schon im Urlaub gemacht. Ja. Okay, dann bin tatsächlich nur ich schuld. Mhm. Genau. Shame. Und können wir das, GIFs kann man, wäre schön, wenn man GIFs einfügen könnte. Du, das können wir in die Show Notes machen. Sehr so, Audio-GIFs. Ja, dieses Shame-GIF mit der Glocke hätte ich gerne. Okay, ich google das schnell. Ich giffe es schnell. Ja, genau. Und deswegen haben wir jetzt die 10. Folge endlich und wir haben ein riesen Potpourri an interessanten Themen für euch vorbereitet. Unter anderem waren natürlich wieder World Cups. Es wurden neue Produkte vorgestellt. Wir haben heute Bike-Hacks für euch auf gut Neudeutsch. Man könnte auch sagen, früher hätte man Trick 17 vielleicht gesagt. Wie ihr eure Bikes verbessern könnt, besser montieren könnt. Coole kleine Sachen, mit denen ihr Sachen wieder. Genau, das GIF meinte ich, Markus, danke. wie ihr euer Bike irgendwie schnell verbessern könnt, ohne direkt Riesenaktion zu machen. Sag mal, Hannes, Zwischenfrage. Ich habe nicht zugehört. Hattest du das aktuelle Datum mit angesagt? Nein, das aktuelle Datum heute ist der 25. Juni 2018. Willkommen zum 10. Podcast. Jetzt wird es aber albern hier. Genau, also. Finde ich auch. Jetzt mal ein bisschen mehr Seriosität. Genau. Hannes, sag das Programm für heute bitte. Stichpunktartig. Bier. Damit fangen wir an. Danach gibt es ein bisschen Feedback. Es gab nämlich noch einen Nachtrag zur neuen Shimano XTR. Da sagt Markus gleich was zu. Wir haben sonst an Themen unter anderem einen Rückblick auf die World Cups in Leogang und Fort William. Da ist einiges passiert und da gibt Moritz ein paar Anekdoten zum Besten. Wir werden uns über Claudio Colliori's Kopfverletzung unterhalten. Claudio, der fährt immer die ganzen
Streckenvorschauen für Red Bull von den ganzen World Cups und er hatte sich in Lozin, oder? Lozin. Ja, in Kroatien. Lozinje verletzt. Lozinje. Lasagne. Und genau, und da hat man in den letzten Wochen nicht allzu viel drüber erfahren. Und von Claudio gab es jetzt ein bisschen Infos und Moritz hatte ihn dann zum Interview eingeladen, beziehungsweise während des World Cups drangekriegt. Und da diskutieren wir kurz drüber. Denn das ist ganz schön, ja, ist doch ein bisschen haarig geworden, die ganze Situation dann im Endeffekt. Dann gibt es wieder eine neue Schaltung, da wird Markus was drüber sagen, denn auch SRAM war wieder fleißig und hat ebenfalls eine 12-fach-Schaltung neu wieder vorgestellt. Dann die erwähnten Bike-Hacks haben wir noch, dann gibt es, erzählen wir wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen über unsere Bikes und wie wir zum Biken gekommen sind. Zum Beispiel, wir haben Neuerwerbung und dann gibt es noch ein Spezialthema beim kein Thema, wenig Regeln Thema. Und wir werden aber nicht sagen, um was es geht, denn wir wollen möglichst viele Zuschauer jetzt noch da behalten oder Zuhörer. Und ja, genau, ihr könnt dann, keine Ahnung, ihr könnt es dann wegskippen oder ihr könnt interessiert zuhören, das wird auf jeden Fall lustig. Ja. Und jetzt habe ich alle Themen gesagt. Ich denke, wir können jetzt anfangen. Was Endlich. Habt ihr in euren Flaschen oder Gläsern an Biersorten? Wir hatten letztes Mal ja wirklich, ich glaube, letztes Mal hatte gar keiner von uns. Letztes Mal war es so dermaßen Bier. Heiß, dass keiner irgendwie Bier trinken wollte oder konnte. Genau, da hatte ich Kaffee getrunken, einen Eiskaffee, glaube ich. Und ja, was trinkt ihr? Keiner will anfangen, dann nicht. Ich habe einen Prototyp, tatsächlich ist das der Name von der Kehrwieda Kreativbrauerei aus, ich glaube es war Hamburg, genau aus Hamburg, hat mir mal wieder meine Lieblingsschwägerin mitgebracht und das ist ein Lagerbier und mit ja, 5,9% ist eine kleine Flasche, 0,33er, super schickes Etikett und ich werde die jetzt mal öffnen und mir in ein Glas füllen. Was hat denn Moritz heute? Ich habe ein Bier von der Kona Brewing Company aus Hawaii. Oh. Ein Kona Fire Rock Pale Ale. Hm. Mhm. Warst du Liquid auf Hawaii Aloha. Oder hast du dir das woanders besorgt? Ja, ich war die letzten 4 Wochen viel unterwegs, unter anderem auch im Späti um die Ecke. Und da gibt's das. Nicht beim Rewe diesmal? Nee, da war ich auch, aber die haben eher eine lokalere Bierauswahl. So eher das Randständige langweiligen Bier, Sachen. Ja, so Licher und sonstige Plörre. Mhm. Nee, bin ich sehr gespannt drauf. Also vor allem habe ich es mir gekauft, weil das Etikett sehr schön aussieht. Ist so ein Vulkan, wo die Lava in den Ozean fließt. Und so Leute gucken sich das an. Ist ja gerade sehr aktuell auf Hawaii, ne? Habt ihr das mal gesehen? Echt? Ist es das? Ja, auf Big Island ist seit einigen Wochen oder ich glaube sogar Monaten wieder der Vulkan aktiv und da läuft halt ständig die Magma ins Meer und auf dem Weg dorthin werden irgendwie ganze Siedlungen zerstört. Das ist total beeindruckend, vor allem wenn man das mal live gesehen hat. Was ist denn der Unterschied zwischen Lava und Magma? Heißt nicht Magma, wenn es abgekühlt ist? Oder Magma ist das, was in der Erde drin ist und Lava, wenn es auf der Oberfläche ist, kann das sein? Das klingt mir nach sehr viel Halbwissen. Ja, ich habe da keine Ahnung. Es ist halt nur extrem beeindruckend, schon auf Fotos. Und wir waren 2010 mal dort vor Ort und da war das, gab es auch Lava, aber ganz, ganz wenig. Man hat es gesehen irgendwie am Horizont, wie es ins Wasser gestürzt ist und dann die riesen Dampfwolken entstanden sind, wenn das da irgendwie kocht, das Wasser. Und was da gerade aktuell abgeht, das ist wohl echt eine Größenordnung mehr und wohl ziemlich beeindruckend. Kann man sich irgendwie mal die Fotos anschauen. Ich glaube, ich verlinke mal die Fotoserie von Big Picture. Die ist nämlich extrem cool. Die gibt es in den Shownotes. Apropos Shownotes, ich sehe immer noch diese oberen mit dieser blöden Glocke die ganze Zeit. Das ist schlimm, ne? Ich versuche mal das. Scroll einfach nach unten. Komm, lass uns mit den Themen anfangen. Nee, also Markus, ganz kurz halt. Ja. Sobald Magma bei einem Vulkanausbruch aus der Erde quillt, heißt es Lava. War mein Halbwissen doch ganz gut, oder? Nee. Doch, das habe ich doch genau behauptet. Ach so, ich dachte, ich hätte das behauptet.
Also wir haben beide recht. Ihr habt beide es behauptet. Ja. Ich nehme jetzt mal einen Schluck von meinem Laberbier. Hallo, hallo, Moment, Moment. Ja, du kannst, Moritz, trink ruhig schon. Ich habe ein Bier von Hans Kraft und Co. Das ist gebraut in Niedernberg in Wiesen. Und das hat mir unser werter Kollege Sepp mitgebracht. Der ist mit meinem Fahrradkollegen von hier oben in Freiburg Fahrradfahren gewesen und da haben sie es mir aus einem Supermarkt irgendwo mitgebracht. Und Markus, jetzt musst du darauf achten, dass du das im Nachhinein dann wunderbar, es muss richtig aggressiv groß klingen, wie es heißt, ja? Mhm. Das Bier heißt Backbone Splitter. Und ist quasi das Getränk für viele Downhiller, würde ich sagen, irgendwie, wenn es schlecht läuft. Ein Sportlergetränk und wir hoffen, dass es nie passiert. Aber es klingt sehr aggressiv. Ob es genauso aggressiv schmeckt, werde ich jetzt erfahren und öffne das Bier. Ja, Prost, Jungs. Ja, Prost. Prost. Oh, gut. Das ist sehr, sehr, sehr intensiv. Ein starkes IPA. Ja. Genau das Richtige für diese Uhrzeit mal wieder. Also, ich muss ja ehrlich sagen, mein Bruder beschwert sich immer, der hört diesen Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit morgens. Und jedes Mal sagt er mir, boah, das ist richtig fies, wenn ihr euch da ein Bier reinkippt und ich gerade morgens auf dem Weg zur Arbeit bin. Soll er sich auch eins reinkippen? Was hindert ihn? Also echt. Ja, stimmt eigentlich. Aber deswegen, lass uns über Fahrradthemen unterhalten. Ja, oder? Markus. Fahrradthemen? Ja. Feedback. Markus. Feedback. In der letzten Episode gab es im Großen und Ganzen zwei Feedback-Themen. Das eine war vom Schmutzfahrer der Hinweis, dass auch Shimano diese wiederverwendbaren, nee, eigentlich genau nicht wiederverwendbaren Kettenverschlüsse hat. Wir hatten darüber geredet, dass es bei SRAM ja das Powerlink gibt oder mittlerweile heißt es, glaube ich, Powerlock bei den 12-Fach-Schaltungen, womit man die Kette ja, verschließen kann und auch wieder öffnen kann, ohne jetzt mit Nietdrückern zu arbeiten. Das gibt es bei Shimano seit der 11-Fach Dura Ace und XTR auch schon. Ich habe das direkt mal in den Shownotes jetzt verlinkt. Das zweite Feedback, was war, da ging es um die Aussprache von der SRAM-Fahrerin Marlene Dane. Moritz hatte das richtig ausgesprochen. Wir waren irgendwie der Meinung, na, lass doch einfach Degen dazu sagen. Ist aber falsch, wie uns das Ghost Factory Team gesagt hat. Es heißt einfach wohl Dane. Marlene Dane. Und soweit war es das auch schon mit dem Feedback. Ja. Vielen Dank an die Hinweise. Kurze Verbesserung, es heißt SRAM-Fahrerin Marlene Dane. Ja, Entschuldigung, ich werde das beherzigen und in der nächsten Folge korrigieren. Auch ja, S-Rom kommt ja der große Test. Sagt man nicht. Ja. Oh, viele boah, sagen auch immer das riecht S-Rom. Ganz schlimm. Achso, S-Rom. Ja, ja, aber S-Rom ist immer an den Käse. Dann den, ja, S-Rom ist gab es früher bei uns immer. Ganz, ganz schlimm. Hast du den Kühlschrank aufgemacht und bist direkt rückwärts umgefallen. Boah. Ja, das stimmt. Ja. Auch nochmal zu meinem Bier. Ich wollte natürlich, eigentlich passt es nicht zum Thema Downhill. Wir wollen alle, dass im Downhill-Sport sowas nicht passiert. Von daher sehen wir es einfach als lustigen Namen dieses Bieres, Backbone Splitter, und hoffen, dass es nie passiert. Dies nur noch kurz dazu. Ja. World Cup. Es wurde wieder gefahren, passend zum Thema. Es hat sich, glaube ich, es gab Stürze, die hatten aber primär mit Händen zu tun, Moritz. Worum ging's? Es gab einen Sturz, der hatte mit einer Hand zu tun, und zwar, nee, es gab zwei Stürze. Stimmt. Es gab einen, der hatte mit einer Hand zu tun und einen, der hatte mit einem Ellenbogen zu tun. Ja, in den letzten Wochen waren zwei Downhill World Cups, einmal in Fort William und einmal in Leogang direkt am Wochenende danach. So die klassische Kombination, das zweite und dritte Rennen des Jahres in Schottland und Österreich. Und da ist viel passiert. Eigentlich die erste große Meldung schon vor dem Rennen in Fort William war, dass sich Greg Menard den Ellenbogen gebrochen hat. Beim Test von einem brandneuen Santa Cruz V10-29er Prototypen. Das heißt, der Herr Menard fällt jetzt erstmal ein bisschen aus, konnte in
Fort William nicht mitfahren, in Leogang auch nicht. Ich denke mal, dass er zum Rennen in Val di Sole, was jetzt in anderthalb Wochen, knapp zwei Wochen stattfindet, dass er da wieder fit sein könnte. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich drücke jedenfalls die Daumen. Das war die erste Handgeschichte. Und die zweite Handgeschichte war die Hand von Aaron Gwynn. Der ist nämlich in Fort William in seinem Rennlauf etwas unsanft zu Boden gegangen. Konnte dann zwar seinen Lauf noch beenden und war trotzdem unfassbar schnell unterwegs. Aber für den Sieg hat es nicht gereicht. Und er hat sich dabei den Daumen, so wie ich das mitbekommen habe, ausgekugelt. Und das war dann in Leogang interessant zu sehen, weil er da eigentlich am ersten Tag im Training gar keine richtige Abfahrt gemacht hat. Also ist zweimal die Strecke runtergerollt in Schrittgeschwindigkeit, da wäre ich sogar schneller gewesen. hat sich alles nur angeschaut, ist auch bei den ganzen Sprüngen drumherum gefahren und da dachte man schon so, oh nee, das, also der wird hier sicherlich nicht an den Start gehen. Und so wie er es dann berichtet hat, in der letzten Abfahrt vor der Quali hat es Knack gemacht und auf einmal hat sich der Daumen schlagartig besser angefühlt. Krass. Wobei er auch mit Schiene gefahren ist und die Hand das ganze Wochenende lang geschont hat. Und ja, der Aaron Gwynn musste halt das Wochenende dann sehr anders angehen. Also konnte fast keine Abfahrt machen im Training, hat sich die ganze Zeit versucht, die Strecke so einzuprägen, indem er einfach nur runterrollt, sich alles genau angeschaut, auch auf die Eindrücke von seinen Teamkollegen vertraut und ist dann im Finale einfach mal so schnell gefahren, dass es am Ende für ihn zum zweiten Platz gereicht hat, was im ganzen Trubel des Weltcup-Wochenendes vielleicht sogar ein bisschen untergegangen ist, aber eigentlich eine unfassbare Leistung ist, mit eigentlich keiner richtigen Trainingsabfahrt oder vielleicht drei Trainingsabfahrten, wenn es hochkommt, dann bei einem Downhill-Weltcup auf dem zweiten Platz fahren, knapp vom Sieg entfernt. Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn ziehen. Das ist aber auch so ein bisschen seine Strecke, ne? Das in den vergangenen Jahren ist ja da, hat er schon den einen oder anderen Stunt da abgezogen. Mhm. Absolut. Ja, definitiv. Also Leogang ist das Wohnzimmer von Aaron Gwynn. Und wenn er da mit, beziehungsweise wenn er da ohne Defekt ins Ziel kommt, gewinnt er normalerweise immer. Mhm. Einmal hat er auch sogar ohne Kette gewonnen. Ist definitiv einer der legendärsten Läufe der Downhill-Weltcup-Geschichte. Ja, und dieses Jahr hat es nicht ganz gereicht, aber wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt, dass er eigentlich, dass es lange Zeit so aussah, als könnte er überhaupt gar nicht starten, dann rückt es das in ein etwas anderes Licht. Da gibt es auch übrigens eine sehr oder sehr spannende medizinische Ausführung vom geschätzten User Kiwi. Das verlinken wir auch in den Shownotes, wo er das Ganze aus medizinischer Sicht mal erläutert bzw. mutmaßt, woran es gelegen haben könnte, dass Aaron Gwynn, ich meine, natürlich war er sauschnell, aber dass er halt nicht gewonnen hat, weil tatsächlich da körperlich doch einiges mehr passiert, als dass nur sein Daumen kaputt ist. Das ist sehr lesenswert, hiermit empfohlen. Verlinken wir. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ja. Also, ja. Dann gibt es natürlich einen aktuellen Überflieger mit Amaury Pierron. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, Amaury Pierron. Nennen wir ihn Amaury Pierron. Mhm. Da Amaury. Amaury. Was ist mit dem Amaury? Der gewinnt, hat auf einem, der fährt ja für Comanchel. Genau. Comanchel-Fahrer Amaury Pierron. Was ist mit dem los gerade? Das ist ja unfassbar. Keine Ahnung, das versteht niemand so genau, aber er ist einfach extrem schnell unterwegs. Und ich habe mich da auch mit dem Max Commerçal drüber unterhalten, der war in Leogang dabei und auch mit Amaury kurz drüber unterhalten. Das versteht niemand so richtig, aber andererseits schon in Kroatien beim ersten Weltcup hat man gesehen, der ist dieses Jahr so schnell unterwegs und hat so ein Selbstvertrauen und für den klappt einfach gerade alles. Und in Fort William hat er gewonnen, das erste Mal in seiner Karriere überhaupt. Das war schon der Knaller. Und dass das keine Eintagsfliege war, das hat er jetzt in Leogang bewiesen, wo er direkt wieder gewonnen hat. Also der reitet gerade ganz oben auf so einer Erfolgswelle, ist jetzt auch derzeit die Nummer 1 im Downhill-Weltcup Gesamtklassement. Und ja, da muss man sagen, Commerçal hat absolut alles richtig gemacht. Die haben den dieses Jahr ins Factory-Team dazu geholt. Davor ist er für ein
kleineres Team gefahren, allerdings auch schon auf Kommissar. Also das hat sicherlich auch geholfen, dass er jetzt einerseits den Support von dem großen Team hat, andererseits aber sich auch nicht an neues Material gewöhnen musste und einfach da weitermachen konnte, wo er letztes Jahr aufgehört hat mit seinem zweiten Platz in Val di Sole. Und ja, das ist also einfach krass, wie gut er dieses Jahr unterwegs ist. In Kroatien wäre er eigentlich auch schon ziemlich sicher aufs Podium gefahren. Ich weiß gar nicht genau, auf welchem Platz er letzten Endes gelandet ist, weil er sich ja so im unteren Drittel der Strecke einen platten Reifen geholt hat, war er dann nicht ganz vorne, wäre da wahrscheinlich aber auch zumindest mal aufs Podium gefahren. Und jetzt hat er aber nochmal eine Schippe draufgelegt, jetzt auch ganz frisch beim Crankworx in Léger auf dem zweiten Platz gerast. Also das ist, ja, vor der Saison hat die ganze Welt von Aaron Gwynn und Greg Menard und Troy Brosnan und Loic Bruni und Danny Hart gesprochen, und jetzt auf einmal kommt da jemand, den vor der Saison nicht viele kannten oder nur Leute kannten, die regelmäßig den Downhill-Weltcup verfolgen, und der fährt jetzt allen total um die Ohren. Der ist wirklich verrückt. Ja, und ist dazu auch einfach ein extrem sympathischer Typ, also der dem steigt der Erfolg nicht wirklich zur Kopf, der ist extrem lustig, total locker, also ich glaube auch so für das ganze Team ist der sehr wichtig, weil er da eine ziemliche Lockerheit reinbringt, immer noch total höflich ist, und ja, er kann eigentlich selbst gerade gar nicht fassen, was da so passiert. Und das ist immer cool zu sehen, wenn jemand Unbekanntes auf einmal so die ganz große Bühne betritt und noch nicht 15 Weltcups gewonnen hat, sondern dass wirklich die riesige Freude überwiegt. Er ist übrigens immer noch 21. geworden in Kroatien. Genau, ja. Ja. Also immer noch, was hat er, hat einen Platten gehabt? Mhm, genau. Also er, dieser, trotzdem, er ja, ist noch vor Conor Fearon und Brandon Fairclough bei die Masters und so gelandet. Ja. Ja. Und eigentlich wäre er auch schon, also er ist noch ziemlich jung. Ich glaube, er ist jetzt 22 Jahre alt. Und eigentlich war er schon vor 2 Jahren ungefähr auf dem Weg nach ziemlich weit vorne. Ist auch in Lourdes damals aufs Podium gefahren. Und direkt beim Weltcup danach in Australien hat er sich beide Handgelenke gebrochen. Ist deswegen für einen Großteil der Saison ausgefallen und hatte dann hin und wieder aber trotzdem Ergebnisse dabei, wo er, ich glaube, in Andorra ist er mal in der Quali auf Platz 3 oder auf Platz 4 gefahren und dann im Rennlauf gestürzt. Also früher war bei ihm wirklich so ein bisschen das Motto Pokal oder Spital. Also wenn er einen guten Lauf runtergebracht hat, war er mit der schnellste Fahrer, aber oft wollte er dann zu viel, und jetzt hat er scheinbar einen ganz guten Mix gefunden, und das zahlt sich gerade total aus. Und ich will nicht wissen, was passiert. Nächstes Wochenende oder in anderthalb Wochen ist der Weltcup in Val di Sole, wo er letztes Jahr schon Zweiter geworden ist. Das heißt, da wird er wahrscheinlich wieder um den Sieg mitfahren, und am Wochenende drauf ist sein Heimrennen in Andorra. Und wenn da Amaury Pierron oder Myriam Nicole oder der Commissal Junior Thibaut Daprela gewinnt, dann wird das eine sehr, sehr wilde Party. Ich kann dazu übrigens auch nur empfehlen, wenn jemand von Commissal Val Nord gewinnen sollte, entweder Myriam Nicole oder Amaury Pierron, lohnt es sich sehr, in die Instagram-Stories von Myriam Nicole zu schauen. Die sind dann sehr, sehr lustig. Ja, unter anderem gab es eine legendäre Instagram-Story, wo sie alle ziemlich am Feiern waren, irgendwie nachts um 2 oder so, und es stand unten nur drunter, in 3 Stunden geht unser Flieger. Ja, wurde und, Pierron gerade auf Händen genau. mit sich kleine Disco in Leogang getragen. Und dann gab es ein Bild oder ein Video vom Flughafen, wo Myriam Nicole abgeschminkt und hinter ihr war und hinter ihr der schlafende Amaury Pierron, glaube ich. Und man sieht durchaus, dass sie Nacht auf jeden Fall bei beiden Spuren hinterlassen hat. Und ja doch, also unter anderem solche Sachen. Gestern oder vorgestern habe ich wieder gesehen, dass sie irgendwie, gab es eine große Keilerei zwischen den ganzen Teamfahrern in irgendeinem Bett, und Myriam Nicole hat es gefilmt. Ja, alle in Unterhose bekleidet. Ja, also wie gesagt, das ist bietet definitiv immer einige Highlights. Da kann man ruhig mal reingucken.
Ja. Ja. Was man allerdings auch dazu sagen muss, Pierron hat jetzt 2 Rennen hintereinander gewonnen. Bei beiden Rennen war aber auch Lucas Shaw extrem schnell unterwegs, der dritte Santa Cruz Syndicate-Fahrer im Bunde, der bisher noch so ein bisschen im Schatten von Greg Minnaar und auch Loris Vergier stand, hat sich jetzt aber in Fort William als Schnellster qualifiziert und in Leogang als Schnellster qualifiziert. Und bei dem läuft derzeit auch einiges sehr, sehr gut, außer die Rennläufe. Da hat er sich nämlich in Fort William eine Platten geholt und in Leogang ist er gestürzt, wäre aber bei beiden Rennen ja, definitiv um den Sieg mitgefahren. Und da ist es eigentlich derzeit auch nur so eine Frage der Zeit, bis der ganz oben auf dem Podium steht. Also es ist eine super spannende Saison. Und Lucas Shaw ist auch noch sehr jung, oder? Mhm. Ja, da ist auch Anfang 20, ich glaube 21. Also da kommt gerade so die neue Generation oder die nächste Generation von Fahrern auch mit. Also mit Amaury Pierron, mit Lucas Shaw, mit Finn Iles. Kommen gerade ganz viele junge Nachwuchsfahrer nach, die super schnell unterwegs sind und den etablierten Fahrern ordentlich einheizen. Ja. Ja. Und wenn wir schon bei dem Thema junge Fahrer sind, was natürlich auch dieses sehr extrem beeindruckend ist, ist Wadi Höll, die jetzt in 3 Weltcups in den Start gegangen ist, 3-mal gewonnen hat, in Leogang trotz Sturz bei ihrem Heimrennen mit 15 Sekunden Vorsprung gewonnen hat. Also das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was Wally Höll da derzeit abliefert. Und eigentlich in ihrer Juniorinnenkategorie ist sie relativ konkurrenzlos. Da geht es gerade eher darum, dass sie sich mit den Damen in der Elite-Kategorie vergleicht. Da ist sie jetzt regelmäßig in die Top 10, teilweise sogar schon aufs Podium gefahren. Und also sie ist es ja an sich gar kein World Cup, sondern eigentlich ein wunderbares Trainingsjahr, um die ganzen Strecken mal kennenzulernen, damit sie nächstes Jahr dann den Damen-World Cup gewinnt, oder? Nächstes Jahr schon oder übernächstes Jahr? Ja, es war ein bisschen provokant. Ich denke nächstes Jahr noch nicht, aber ist sie denn 16 ist sie jetzt, ne? 16, ja. Ab 18 kann sie oder fährt sie denn in der Elite mit? Das ist sogar noch eine spannende Sache, werde ich gleich noch was zu sagen. Wobei es mir wichtig ist, an der Stelle auch zu sagen, Wally ist super gut unterwegs, aber es heißt nicht, dass ihre Konkurrentinnen da auf Downhill-Bikes mit Stützrädern irgendwie die Strecke runterkommen. Also auch Anna Newkirk oder Paula Tsibasa sind echt ordentlich unterwegs und es ist cool zu sehen, dass viele junge Mädchen in den Downhill-Sport auch auf Weltcup-Ebene, dass die da dabei sind. Und es ist nicht so, dass sich Wally Oman an den Start stellt und 2 Minuten später ist er unten im Ziel und hat das Rennen mit einer halben Minute Vorsprung gewonnen, ohne dafür irgendwas tun zu müssen. Also es sind von allen Teilnehmerinnen starke Leistungen. Aber klar, Wally ist da sehr weit voraus und mit einem super hohen Tempo unterwegs. Ich sehe gerade, bei der UCI ist man auch mit 18 Jahren immer noch Juniorin und erst ab 19. Naja, es geht nach den Jahrgängen. Die Jahre, ne? Glaub, man guckt nicht auf das tatsächliche Alter, sondern auf die Differenz von Geburts- und aktuellem Jahr. Ja, genau. Also derzeit sind es, glaube ich, die Jahrgänge 99 und 2000 oder 2000 und 2001, die bei den Junioren mitfahren. Oh Gott, bin ich alt. 90 und 2000. Ja. Oh, weia. Da könnte es eventuell aber sein, dass sich das nächstes Jahr ein bisschen ändert, dass Wally dann schon in die Elite bei den Frauen aufsteigt, habe ich jetzt. Hast du was mal so gehört, was wir noch nicht gehört haben? Ja, am Streckenrand mitbekommen. Mhm. Es ist so ein bisschen Interpretationssache. Es gibt keine Regel, die besagt, dass sie bei den Juniorinnen starten muss. Und im Cross-Country geht die Juniorenkategorie ja beispielsweise auch bis zu U23, aber du hast auch die Möglichkeit, vorher eben schon hochzuwechseln. Und das wird auch, relativ regelmäßig durchgeführt. Da bin ich jetzt nicht so sehr im Bilde, wie alt da die jungen Cross-Country-Fahrer sind, die schon in der Elite-Kategorie mitfahren. Aber da gab es definitiv schon häufiger den Fall, dass jemand in die Elite-Kategorie gewechselt ist, obwohl er eigentlich noch hätte U23 fahren können.
Und so wie ich das mitbekommen habe, könnte es sein, dass sowas Ähnliches nächstes Jahr bei Wally auch passiert. Das wäre dann, also müsste sicherlich mit der UCI verhandelt werden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ja, wäre sozusagen ein Präzedenzfall im Downhill. Aber ja, könnte sein, also soweit ich weiß, gibt es da ein bisschen Spielraum im Regelwerk und dann muss man die Vor- und Nachteile abwägen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Sie geht ja auch noch zur Schule, meine ich, ganz normal, ne? Ja. Also das, was man mit 16 oder 17 macht. Ja, es war lustig, halt. im Flugzeug von Fort William nach Hause saß ich neben mir und Angie Hohenwarter. Und ja, habe mich kurz mit den beiden unterhalten und dann meinte Wally so, oh ja, jetzt muss aber nochmal hier ins Buch reinschauen, weil morgen würde sie eine Französisch-Klausur schreiben. Ja, also es ist schon irgendwie abgefahren, so sonntags ein Rennen vor 30.000 Zuschauern zu gewinnen und dann montags im Flieger nach Hause eben für eine Französisch-Klausur lernen. Aber so ist es halt. Ja, eine kurze Sache haben wir noch zum Thema World Cup. Es gab auch neue Räder. Was gab es da, Moritz? Ja, wie eben schon gesagt. Oder Prototypen zu sehen. Santa Cruz V10 29er, der auf den ersten Blick dem aktuellen V10 29 ebenfalls Prototyp ähnelt, aber von Grund auf neu entwickelt wurde. Da am besten mal eure Lieblings-Mountainbike-Website mtbnews.de checken. Da haben wir nämlich einige Infos dazu. Und alle Teamfahrerscheine verlinken wir. Die Teamfahrer scheinen extrem gut mit dem neuen Rad zurechtzukommen. Und da wird aber derzeit auch noch ganz, ganz viel getestet. Irgendwie neue Umlenkwippen und vielleicht neue Hinterbauten oder was auch immer. Also da wird ja, das sieht man ja oft gar nicht, was da im Detail verändert wird. Wovon man tatsächlich wenig gesehen hat, aber was definitiv rumfährt, ist ein 29er-Prototyp vom Specialized Demo. Derzeit noch aus Aluminium gefertigt, ist Miranda Miller gefahren. Ein etwas abenteuerliches Design, also erinnert so auf den ersten Blick zumindest an die alten Demos mit den, ich weiß gar nicht wie viele es sind, aber mit den mehrfachen Ketten und Sitzstreben. Und die ganz alten, ja. Also krass. Hat nichts mehr mit dem derzeitigen asymmetrischen Carbon-Demo zu tun. Ja, darf man mal gespannt sein. Also ich glaube, da wird derzeit auch noch ganz, ganz viel einfach getestet, aber der Trend im Downhill geht, muss man sagen, also geht eindeutig Richtung 29 Zoll, auch wenn Aaron Gwynn auf seinem 27,5 Zoll YT Tours extrem schnell unterwegs ist, aber spätestens dieses Jahr sind die 29er mehr als etabliert. Man darf gespannt sein. Markus, wir haben heute, es fehlt noch wirklich etwas heute. Wir haben noch kein einziges Soundfile heute gehört. Haben wir da mal was? Nicht auf Ankündigung, ich werde zu gegebener Zeit einfach eins einspielen. Ich hoffe es. Ja, machen wir das mal. Das machen wir mal. Total also, spontan. Ne? Genau, ja, ich bin gespannt, ob das heute irgendwann passiert. Wir haben noch ein ganz, ganz kleines Thema, aber ein durchaus wichtiges Thema, was den World Cup angeht. Und zwar geht es um Claudio Calori. Hatten wir vorhin schon kurz angesprochen. Der hatte sich in Logine am Kopf verletzt. Und zuerst wirkte es wie eine relativ simple Verletzung. Allerdings wurde das dann doch ziemlich kritisch. Moritz hat da die Einzelheiten. Worum ging es, Moritz? Ja, genau. Also Claudio Calori, der schnellste kommentierende Schweizer der Welt, ist in Kroatien beim ersten Weltcup bei seinen beliebten kommentierten Helmkameraabfahrten gestürzt und ziemlich heftig auf den Kopf geknallt. Kam dann in Kroatien auch direkt ins Krankenhaus, wurde da durchgecheckt und wieder entlassen. Und Diagnose war eine Gehirnerschütterung. Und jetzt hat man aber in den letzten Wochen sehr, sehr wenig von Claudio gesehen und mitbekommen, bis dann ungefähr einen Monat nach seinem Sturz er ein Bild gepostet hat, wo er vier Schläuche in seinem Kopf stecken hatte, wo Blut rausgelaufen ist, wo man dann schon so dachte, krass.
Dann habe ich in Fort William nach ihm gesucht. Normalerweise ist er da relativ präsent, weil er ja auch Teammanager vom Scott Velo Solutions Team mit Brandon Fairclough und Gaetan Beach ist. War aber nicht anzutreffen. Er hat zwar das Rennen kommentiert, aber ansonsten nicht zu sehen und hat auch keine Helmkameraabfahrt gemacht. Da haben die Leute dann schon so gefragt, Claudio, was ist mit ihm los und wann sieht man ihn wieder? Und in Leogang hat er auch keine Helmkameraabfahrt gemacht. Ich habe ihn dann allerdings in den Pits getroffen, glaube am Nachmittag von der Qualifikation und mich kurz mit ihm unterhalten. Das Interview gibt es auch auf MTB News zu lesen, also verlinkt mir auch sicherlich. Es war wohl so, dass er hatte schon diverse Gehirnerschütterungen in seiner Karriere und ist auch davon ausgegangen, und es wurde ihm auch von den Ärzten in Kroatien gesagt, dass er sich schonen soll, viel Ruhe braucht, erstmal keinen Downhill fährt, Erschütterungen auf den Kopf vermeidet, aber dass es dann nach einer Zeit wieder gut sein sollte, und sein Zustand hat sich dann tendenziell aber verschlechtert. Also er hatte Sehstörungen, er hatte ein bisschen Gleichgewichtsstörungen, starke Kopfschmerzen und dann gab es nach einer Reise von ihm, wo er dann auf einer Privatveranstaltung war, hat er mir erzählt, wäre fast umgekippt, ist dann nochmal ins Krankenhaus in der Schweiz, wo dann ein MRT durchgeführt wurde, und direkt im Anschluss danach wurde er sofort operiert und hat vier Schläuche in den Kopf bekommen, um Blut abzulassen, was Druck aufs Gehirn ausgeübt hat. Und man kann es nur schwierig beurteilen. Ich war nicht dabei, ich bin auch kein Arzt, ich kenne mich da in dem Bereich nicht aus, aber es klang so, als ob es besser war, dass er dann nochmal im Krankenhaus war und auf einem MRT-Termin bestanden hat und dass dann entdeckt wurde, dass es wohl doch nicht einfach so mit Ruhe und Entspannung sich wieder legt. Eine sehr krasse Sache, finde ich. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Jetzt wurde ja ziemlich viel diskutiert. Es gab so eigentlich zwei Parteien, die diskutiert haben und unterschiedliche Meinungen hatten. Die einen, die haben gesagt, ja, es ist eigentlich völlig unverantwortlich, dass er da immer runterfährt, und er ist ja kein Profi so wirklich oder nicht mehr und hat überhaupt keine Ahnung, und das sieht immer alles sehr bruchpilotenhaft aus. Dann gab es die anderen, die gesagt haben, ja, er war nun mal sehr lange Profi, früher ist für die Schweiz auch dann gefahren und war schnell unterwegs, kann super viele Downhill-Strecken und kann einfach immer noch sehr, sehr gut fahren. Und ich denke, natürlich kennt er die meisten Strecken auch immer aus den Vorjahren noch ein bisschen. Ich stehe da persönlich eher auf der zweiten Seite. Das heißt, ich denke schon, dass natürlich ein gewisser Show-Effekt irgendwie immer dabei ist, wenn er fährt. Und er natürlich dann vielleicht auch rein verbal das Ganze ein bisschen spektakulärer kommentiert, als er sich vielleicht gerade auf dem Rad fühlt. Natürlich ist ein gewisses Risiko immer da, aber so ein Restrisiko besteht auch bei den gestandenen World Cup-Fahrern, die aktuell da die Strecke runterheizen und halt wirklich nochmal viel krasser am Limit unterwegs sind, einfach aufgrund ihrer Geschwindigkeit, die sie dann im Rennlauf beispielsweise fahren. Von daher sehe ich es ehrlich gesagt eher als eine Sache, die durchaus passieren kann bei solchen Vorstellungen, und sehe da den Fehler eigentlich eher weniger da drin, dass er irgendwie irgendwie so unvorbereitet oder schlecht fährt, dass er da nicht mehr fahren sollte. Also ich denke, das ist halt was immer passieren kann, auch bei einem Profi. Und von daher denke ich, ist es einfach irgendwie halt in dem Sinne doof gelaufen. Was meint ihr dazu? Würde ich so unterschreiben, denke ich auch. Dass kein Mensch, glaube ich, der bei Verstand ist sich das nicht zutrauen würde, da diese Strecke runterzuheizen und gleichzeitig das zu kommentieren, würde keiner machen. Man hat, glaube ich, schon ganz gut gesehen, dass der Claudio doch relativ gut fahren kann und die Sache doch meistens unter Kontrolle hat. Und Unfälle passieren. Die Strecke war, glaube ich, jetzt auch neu. Die kannte er vermutlich noch nicht vorher, würde ich sagen. Die war jetzt das erste Mal im Downhill World Cup dabei. Und da passiert halt ein Unfall. Das kann man eben nicht ausschließen. Sehr tragisch. Aber ich denke nicht, dass das
dass er da irgendwie was hätte machen können oder besonders schlechter Fahrer ist oder zu sehr an seine Grenzen geht bei diesen Aufnahmen. Ja, er kann das, ja immer, auch so. Das Ding ist, er kann ja immer noch dabei reden und ich weiß nicht, wir kennen das alle, wenn wir irgendwo eine Strecke runterfahren, auf der wir an unsere Limits gehen, da wäre nicht mehr viel mit reden und das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Indikator dafür, dass da immer noch ein bisschen Platz war. Ja, das merkst du ja auch bei ihm bei seinen Kursvorschauen. Es kommen ja manchmal Sektionen, wo er sagt, oh ja, jetzt muss er sich hier konzentrieren oder oh, jetzt wird es ganz schön technisch und dann hörst du auch von ihm erstmal nichts, weil er sich dann nur auf die Fahrerei konzentriert. Er war ein extrem guter Mountainbiker, er ist es nach wie vor, er ist schweizerischer Downhillmeister, er ist im Weltcup mitgefahren und auch weit vorne in die Top 10 und so weiter. Also der weiß definitiv, was er tut, wenn er ein Downhillbike unter sich hat. Stürze passieren halt manchmal. Das ist Teil des Sports, egal ob Downhill oder Enduro oder Trail oder Cross-Country. Es gehört dazu. Die Stelle, wo es passiert ist, da ist unter anderem auch Brooke McDonald in seinem Rennlauf gestürzt. Das war ein relativ hoher Drop, der an sich nicht schwierig war. Also bin ich mir absolut sicher, für Claudio war das gar kein Problem, diesen Drop zu springen. Er hatte halt das Problem, dass er nicht mehr richtig in Erinnerung hatte, dass da jetzt ein Drop kommt. Und er dachte, er könnte es abrollen. Und man konnte es aber eben nicht abrollen. Man musste es springen. Das wurde ihm zum Verhängnis. Er hat zwar da vorne einen Trackwalk gemacht, das macht er immer. Aber klar, bei einer ganz neuen Strecke kann man sich nicht alles zu 1000% behalten, gerade in Kroatien, wo jede Sektion einfach gleich aussieht. Also sind halt einfach Steine und Steine und Steine und da musst du halt mit deinem Fahrrad drüber fahren. Und da kann es einfach mal passieren, dass du dich da ein bisschen vertust. Er hat sicherlich nicht mit Absicht gemacht. Ja, es war vielleicht auch einfach ein bisschen unglücklich, wie er dann gestürzt ist. Aber da jetzt ihm von vornherein die Kompetenz abzusprechen, dass er diese Kursvorschauen machen sollte, finde ich ja ein bisschen zu drastisch. Shame. Könntest du da so ein passendes GIF vielleicht in den User reinpacken? Das zweite Mal nutzen, dann sparen wir auch Bandbreite. Ja. Braucht der Browser es nur einmal laden. Absolut. Abschließend dazu, Claudio ist ja auf dem Weg der Besserung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn er dann irgendwann in den nächsten Rennen irgendwann wieder eine Kursvorschau macht und wünschen ihm an dieser Stelle alles Gute für die letzte Genesung quasi. So sieht's genau, aus. Genau, also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass er sich jetzt einfach schont und schnell wieder auf die Beine kommt und sich aber auch die Zeit nimmt, bis er wieder bei 100% ist und dann gerne auch wieder mit Kurs vorschauen, weil ich glaube, die schauen wir uns alle viel Freude an der Sache an. Absolut. Und bis dahin geht auch die Welt nicht unter, wenn man mal ein, zwei Rennen dabei hat, wo es keine kommentierte Kursvorschau gibt. Genau. Das kannst du ja dann einfach nächstes Mal übernehmen, Moritz. Mhm. In Leogang hat es ja ein Österreicher sehr schön gemacht. Also ich fand das mit Markus Pekol war auch sehr spektakulär auf jeden Fall, weil ihm Wally Höll nämlich ziemlich weggefahren ist teilweise irgendwie. Und er dann mit, ja, also es ist sehr spektakulär. Wir verlinken das natürlich auch. Heute ist, glaube ich, Rekord im Verlinken in den Shownotes. Wir verlinken es natürlich. Wenn wir es dann wirklich machen. Ja, ja. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Kursvorschau auch nochmal anzuschauen, weil man da auch nicht zuletzt einfach sieht, wie schnell Wally Höll auch ist und was die für Whips halt teilweise auch raushauen mittlerweile schon. Sehr sehenswert. So, bevor wir zu den Bike-Hacks kommen, gab es wie schon zum letzten Mal eine neue Zwölffachschaltung, diesmal allerdings von der Konkurrenz. Markus, du bist das Ding jetzt schon ein paar Wochen vorher, ich glaube knapp 3 Monate, kann das sein? Aber sicher. Bist du schon gefahren? Genau, ja, pass auf. SRAM war gut. Ja, super. Das SRAM und SRAM-Ding bei mir, das kommt, glaube ich, von OSRAM. Ich bin immer da total verwirrt. Das heißt OSRAM. OSRAM. man sehe mir das nach, wenn ich das hin und wieder falsch ausspreche. Ich kriege das in meinem Alter, glaube ich, nicht mehr raus. SRAM hat in die Riege der 12-Fach-Schaltung, die sie ja nur seit 2 Jahren im Programm haben, ein neues Mitglied eingefügt. Und zwar am preislich gesehen eher unteren Ende. Und zwar die NX Eagle.
Die, ja, an sich die Spezifikationen ließen sich relativ unspektakulär, wie das eben so ist bei den preiswerteren Schaltungen. Sie hat eine Besonderheit, was die anderen Eagles nicht haben. Ich denke mal, damit kann ich auch direkt anfangen. Das ist die Kassette. Im Gegensatz zu allen anderen Eagle-Schaltungen benötigt man nämlich keinen XD-Freilauf von SRAM, sondern man kann die Kassette auf ganz normale 9, 10, 11-fach Freiläufe montieren, also raufschieben, Lockring rauf, fertig. Das heißt, man kann eigentlich jedes beliebige Bike, was noch keine SRAM-Schaltung hat, umrüsten mit minimalem finanziellen Aufwand. Und auch Arbeitsaufwand ist ja sehr gering bei einfach. Die Anzahl der Teile ist einfach deutlich geringer als bei einer umwerferbasierten Schaltung. Und das habe ich auch bei mir gemacht. Und zwar habe ich mein Testrad, was ich schon von der 11-fach NX aus dem vorletzten Jahr hatte, mein Hardtail. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die letzte Sendung. Da hatten wir kurz über unsere Bikes gesprochen. Da war das eben auch dabei. Haben wir umgerüstet und ich bin das ein paar Wochen lang gefahren. Ich denke, es waren so um die 5-6 Wochen. Und ja, was soll ich sagen? Im Vergleich zu der 11-fach NX ist das einfach nochmal was ganz anderes und zwar sehr positiv gesehen. Die Kritikpunkte, die man noch hatte damals an der 11-fach, wie zum Beispiel dass die Haptik des Triggers, des Schalthebels, ist deutlich verbessert. Das fühlt sich alles viel wertiger an. Da hat SRAM nochmal ordentlich was draufgelegt. Es gab eigentlich nichts zu beanstanden an der Schaltung, außer vielleicht, und das ist die Gegenseite des niedrigen Preises, und zwar das hohe Gewicht. Die komplette Gruppe kommt, glaube ich, mit ein bisschen über 2000 Gramm auf die Waage, 2049 oder sowas. Das ist nicht leicht, zumal ein Großteil des Gewichts auf dem Hinterrad ist, ungefedert. Hat mich beim Hardtail nicht so sehr gestört. Mag sein, dass es Leute gibt, die da doch schon ein bisschen genauer hinschauen möchten. Nichtsdestotrotz funktioniert die einfach 1A, wenn die einmal sauber eingestellt ist, anbauen, vergessen, fährt, ja, sorglos Schaltung, kann man einfach so sagen. SRAM selbst sagt eben, dass sie sehen das nicht explizit nicht als Billigschaltung, irgendwie die NX, das sieht man auch am Preis, die ist nämlich deutlich teurer als die 11-fach, also als ihre Vorgängerin, die kommt jetzt, glaube ich, in der UVP mit 410 Euro in die Läden, die 11-fach hatte noch 289 Euro gekostet, UVP. Ja, SRAM sieht es nicht als Billigschaltung, sie sehen es halt eher als, oder die gesamte Eagle-Produktpalette sehen sie eher als so eine Plattform, wo man Produkte untereinander mischen kann, weil die alle 100% kompatibel sind. Also ich kann mir außer eine, die Kassette. Die Kassette an sich schon, und zwar auf der Kettenseite. Die Befestigungsseite ist eben genau bei der NX anders, was aber sehr schlau ist. So kann ich nämlich auch ein relativ hochwertiges Fahrrad, wo ich eben vielleicht nicht das Stahlkettenblatt der NX Eagle haben will, sondern irgendwie schönere Kurbel, schöneres Kettenblatt oder so, kann ich mir bauen und muss aber meinen vielleicht teuer gekauften Laufradsatz nicht wegwerfen, sondern kann dann eben die NX-Kassette drauf machen, auch wenn sie jetzt ein bisschen schwerer ist. Das ist natürlich immer zu berücksichtigen. Und so kann man einfach wild tauschen. Man kann Komplettbikes, die vielleicht mit der NX Eagle kommen, irgendwann später schrittweise aufrüsten. Das ist auch kein Problem. Denk mal, das ist vielleicht sogar der wichtigste Teil, wo die NX irgendwie gemischt wird, wo sie aufgerüstet wird. Könnten wir auch vorstellen, dass das von SRAM so ein bisschen so gewünscht ist. Ich denke auch, dass da ein Großteil der produzierten Schaltung in den OEM-Bereich geht, also für Komplettbikes. Das werden wir dann im nächsten Jahr sehen, glaube ich, in den vorgestellten Modellen jetzt zur Eurobike, wie groß da der Anteil ist. Das Ding ist einfach, ist im Kommen, da gibt es keinen Weg mehr dran vorbei, kein Hersteller kann sich dem verwehren, das sieht man jetzt auch an der neuen 12-fach XDR von Shimano, die haben das auch erkannt, dass sie das machen müssen. Und SRAM hat da eben die paar Jahre Vorsprung, dass sie jetzt eben auch preiswerte Gruppen schon mit 12-fach rausbringen können, was bei Shimano vielleicht dann doch erst nächstes oder übernächstes Jahr der Fall sein wird. Das werden wir dann sehen. Ich bin mal gespannt auf die Eurobike.
was da schon zu sehen ist mit 12-fach, sowohl eben die NX Eagle als auch die XTR, die neue. Ja, zum Testbericht ansonsten würde ich empfehlen, lest euch den durch bei MTB News. Ich packe den Link in die Shownotes. Da gibt's ja noch die ganzen Hintergrundinfos zu den einzelnen Komponenten, was wie gesagt nicht so viele sind bei so einer Einfachschaltung. Ich selbst bin extrem zufrieden gewesen im Test mit der Schaltung, also zumal für den Preispunkt. Apropos XTR, du hast es gerade angesprochen, wenn dieser Podcast online geht, bin ich höchstwahrscheinlich gerade genau diese Schaltung irgendwo am Testen, weil Shimano uns nämlich einlädt, ich werde diese Schaltung testen. Das gibt es auch dann erstmals überhaupt, dass jemand anders außer als die Teamfahrer und Shimano-Leute die Schaltung fährt. Das heißt, wir werden da in den nächsten Wochen, voraussichtlich in 2 Wochen, irgendwann die ersten Eindrücke haben. Und bin ich sehr gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich gespannt. Vorgestellt haben wir es ja schon, selber fahren halt noch nicht und das wird sich jetzt aber bald ergeben. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Auch gerade, weil ich nun alle, eigentlich, ich glaube, ich bin jede Eagle-Schaltung außer die neue NX lange gefahren und da bin ich wirklich sehr gespannt, was Shimano da entgegensetzt. Und ja, ich könnte möchte behaupten, sein. Dass das technisch wird es 1A sein. Es wird super funktionieren. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das echt gut gemacht haben. Aber da ja, bin ich gespannt, wenn du wieder da bist, was du zu berichten hast. Mhm. Ja, bevor wir jetzt zu einem anderen Thema shiften, fallen mir noch 2 Sachen ein. Und zwar einmal haben wir heute brandneu vorgestellt, heute Montag, 25. Juni, also am Donnerstag zur Veröffentlichung dieses Podcasts vor 3 Tagen, ein ganz spannendes Umbaukit von E13, mit dem man auf relativ simple Art und Weise seinen bestehenden 11-fachen SRAM-Antrieb, was ja immer noch ein sehr, sehr populäres System ist, kann man auf 12-fach umbauen und im Lieferumfang enthalten ist eine Kassette und eine Kette und alle Teile, die für den Umbau nötig sind. Umbau ist ja für geübte Schrauber relativ easy zu bewerkstelligen und man hat dann letzten Endes eine 12-fach-Schaltung mit einer Bandbreite von 9 bis 46 Zähnen, also 511% mehr als SRAM Eagle. ist dazu auch noch leichter als eine Eagle. Und dadurch, dass man hinten in Anführungszeichen nur einen 46er Ritzel hat, kann man auch ein kleineres Kettenblatt fahren. Ist sicherlich auch eine spannende Sache, gerade wenn man jetzt einen 11-fach Antrieb hat und überlegt, oh, soll ich auf 12-fach wechseln oder nicht. Ja, auch wenn dann bekommt die XX1 oder sowas hast, die jetzt schon relativ leicht ist und dann hast du da eine Sache, womit du deine Schaltung wahrscheinlich noch ein bisschen leichter machen kannst. Also für Gewichtsleute, Gewichtsfetischisten ist das vielleicht echt eine interessante Sache. Ja, also und ist ja auch immer super, verschiedene Möglichkeiten zu haben. Also Konkurrenz belebt das Geschäft und Konkurrenz gab es auch am Rad von Aaron Gwynn zu sehen in Leogang. Oh, so ein Übergang. Ja, der ist nämlich auf einer, darf man hier glaube ich sagen, hört vom Rennteam sowieso niemand zu, er ist bei einer brandneuen Schaltung unterwegs, wo auch gesagt wurde, nein, auf gar keinen Fall irgendwelche Fotos und die lieben Herren von Pinkbike haben es dann trotzdem fotografiert, den Link, den fügen wir nicht in die Shownotes ein. aber habe ich auf jeden Fall mit eigenen Augen in Leogang gesehen, der hat einen eigenen Shifter und ein eigenes Schaltwerk, was weder von SRAM noch von Shimano stammt. Ist auch nicht gelabelt, sieht ganz interessant aus. Und da wird Sunrace. Kampa steigt jetzt in Downhill ein. Genau. Ja, also wird fleißig gemunkelt, ob das vielleicht auch von E13 sein könnte oder von TRP, die das Rad von Aaron Gwynn seit 2 Jahren jetzt Bremsen mit Bremsen alles, ne? bestücken. Und ja, also ein Schaltwerk, was von Aaron Gwynn im Downhill-Weltcup gefahren wird und ein Shifter wird mit Sicherheit nicht so schlecht sein und wird auch das nötige Vertrauen ins Produkt haben, weil an sich hat das Team keinen Drivetrain-Sponsor, also keinen Schaltungssponsor. Das heißt, sie können im Prinzip fahren, was sie wollen. Und ist ja häufiger so bei Teams, die jetzt keinen speziellen Sponsor für irgendwas haben. Die kaufen sich dann einfach das, was ihrer Meinung nach am besten ist. Und da wäre es naheliegend, dass sie dann Schaltwerke von SRAM oder von Shimano fahren und sich die kaufen. Und Aaron Gwynn war eben auf diesem
Schaltwerkprototypen unterwegs, wo man nicht genau weiß, von welcher Marke das ist. Und auch da, cool, dass es Alternativen gibt, auch wenn SRAM in dem Bereich meiner Meinung nach derzeit sehr, sehr viel richtig macht und eigentlich keinen Anlass bietet, da irgendwas anderes zu fahren. Aber ja, an sich cool, dass es das gibt und werde ich mich in Vielfalt ist weil die Sohle dahinter klemmen, dass wir da möglichst bald Bilder von haben. Nimmst du ein Teleobjektiv mit und dann geht das auch. Ja, das ist halt immer, das ist echt immer so ein bisschen das Problem. Also wenn man da in die Pits reinläuft, klar, man muss einerseits ein gutes Verhältnis zu den ganzen Leuten, zu den ganzen Mechanikern aufbauen, weil einem auch nur so spannende Neuerungen gezeigt werden. Deswegen frage ich dann auch immer nach, so hey, was gibt's bei euch Neues und was darf man fotografieren, was darf man vielleicht noch nicht fotografieren, und respektiere das auch immer, weil ich schon denke, dass es sich auf jeden Fall auch langfristig lohnt, nett zu sein und so die nachhaltigere. ja, aber es gibt halt auch genug andere, die sagen, ja, scheiß drauf, fotografiere ich trotzdem. Ab ins Internet und die können sowieso nichts dagegen machen. Ja, ist immer so eine Gratwanderung. Ja. Vielleicht sollte ich noch einen bösen Kollegen an meine Seite stellen, dass wir so ein bisschen Good Cop und Bad Cop. Also, genau. Ja. Das hat sich bewährt, psychologisch. Ja. Genau. Aber du, wo du es gerade gesagt hast, E13 könnte ich mir auch deswegen auch relativ gut vorstellen, dass vielleicht von denen irgendwas kommt, weil einfach auch die Räder von YT ja schon gerade jetzt seit dem letzten Jahr mit einer spannenden Schaltungslösung mit E13-Komponenten auch gespeckt werden. Mhm. Und von denen gibt es halt schon diverse Geschichten im Schaltungsbereich, unter anderem mit das Umbaukit. Also ich bin gespannt. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Würde so ein bisschen ins Produktportfolio von E13 passen. Zumal sie halt auch schon Erfahrung mit Kettenblättern und Kettenführungen und Kassetten und Umbaukits und so weiter gesammelt haben. Ich wollte es nicht sagen. Ja, also du fängst ja nicht, sitzt ja nicht am Schreibtisch, denkst dir, ja, was könnte ich heute machen? Ach ja, entwickle ich einfach mal ein Schaltwerk und einen Shifter, obwohl ich absolut gar keinen Plan davon habe und eigentlich Tischdecken für 50er-Jahre-Möbelhäuser designe. Mhm. Also so ein bisschen Know-how brauchst du ja schon vorher. Vor allem, wenn es dann von jemandem wie Aaron Gwynn gefahren wird. Und es wäre auch naheliegend, wenn das eine Firma ist, mit der Aaron Gwynn jetzt schon zusammenarbeitet. Also so E13 oder TRP, irgendwie sowas in die Richtung. Könnte schon hinhauen. So, wir haben noch ein Thema und zwar vergessen wir natürlich nicht, dass wir auch eine Service-Funktion quasi für euch sind und da wird ja immer öfter mal auch, ja, also viele beschweren sich so ein bisschen, dass wir zu viel rumlabern und Bier und Gedöns, aber wir tragen natürlich auch den Service, ja genau, den Service-Gedanken in uns und möchten euch auch ein paar Sachen vorstellen, die ihr vielleicht irgendwie auch selber verwenden könnt, selber mitnehmen könnt und euch merken könnt. Und da wollen wir euch ein paar Bike-Hacks vorstellen, also kleine Tipps und Tricks, die man bei der Montage anwenden kann von Bikes, die vielleicht bei schnellen Reparaturen irgendwie schneller und besser sind und durch uns quasi ja, gerne gemacht oder durchgeführt werden. Und da werden wir jetzt versuchen, in jeder Folge so ein paar vorzustellen. Wir stellen es mal so, keine Ahnung, 5, 6 vor. Pass auf, Kollege, ich habe brandheiße Tipps für dich. Gar nicht schlecht. und stell euch ein paar vor. Also, als ich mir das angefangen habe auszudenken, was es da gäbe, ist das erste tatsächlich in den Sinn gekommen, ein Einschlagwerkzeug für eine Aheadkralle. Ich habe früher Aheadkrallen oder Aheadkrallen für den Vorbau bzw. für den Gabelschaft habe ich meistens irgendwie mit einem Holzstock oder Stab oder so irgendwie eingehämmert. Das war wirklich so die einfachste Methode, die aber auch oftmals dazu geführt hat, dass die Kralle sich verkantet hat. Dann musste man an der einen Seite wieder nachhämmern oder wie auch immer. Und in einem Werkzeugkoffer, den ich hier habe, befindet sich ein Einschlagwerkzeug. Das hat auch so eine kleine Führungsstange in der Mitte. Das heißt, man legt die Aheadkralle in dieses Werkzeug rein. Das ist so ein zylindrisch aussehendes Metallding. Legt es in diese Führungsstange rein, legt das Ganze aufs
auf den Gabelschaft und hämmert das Ding einfach bis unten durch. Da ist ein automatischer Begrenzer drin. Das heißt, man hämmert einfach so lange, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann ist die Kralle nach, ich würde mal sagen, nach 10 Sekunden montiert. Und das ist so schnell und ist komplett sauber. Durch diese Führungsschiene ist das Ding halt auch super gerade drin, dass das für mich tatsächlich eine der besten Erfindungen ist, wenn man sowas mal montieren muss. Deswegen sei ans Herz gelegt, Ahead Einschlagwerkzeuge. Wir gucken mal, vielleicht können wir sogar was in die Shownotes packen. Und notiert. Ja, also das wäre mein erster Bike-Hack, wobei es ein Werkzeug ist, aber ein sehr praktisches. Was habt ihr noch zu bieten? Ich habe kein Werkzeug, aber ich habe eine andere Sache, die ich seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt nutze und nicht mehr hergeben werde. Und zwar das Squirt-Kettenwachs. Ketteölen habe ich immer gemacht, weil ich rasselnde Antriebe nicht mag. Habe mich aber irgendwie sehr, sehr ungern um den Siff gekümmert, der dann da entstanden ist, wenn nämlich sich Sand und anderer Dreck anlagert und der ganze Antrieb dann irgendwann super schleimig ist. Und wenn man da nicht permanent hinterher ist mit Putzen, dann ja, es wird einfach irgendwann eklig. Und irgendwo, ich glaube bei uns im Forum, habe ich dann mal gelesen von Kettenwachs, was man auftragen kann auf die Kette, was Wasser enthält, was dann verdunstet und es bleibt halt so ein Schmierfilm übrig, der die Kette eben schön schmiert und der Vorteil dieses Schmierfilms ist, dass der nicht klebt, also dass da eben kein Sand oder sowas hängen bleibt. Und dachte ich, probiere ich mal aus, kostet nicht viel oder kostet schon viel, irgendwie so eine kleine Flasche kostet so knapp 10 Euro, aber wenn es die Putzarbeit erspart, dann ist es das auf jeden Fall wert, einfach so in Zeit umgerechnet. Und siehe da, das funktioniert wunderbar, das Zeug. Ja, habe dann, nachdem ich es am Mountainbike getestet hatte, erfolgreich getestet hatte, bei allen anderen Bikes auch eingesetzt. Also einmal die Ketten richtig schön von Öl befreit mit, ja, gibt ja so Kettenreiniger. Oh, trocknen lassen, das Zeug aufgetragen, auch ja, bei gutem Wetter 10 Minuten oder so, dann ist das Wasser weg. Bei der Kälte dauert es ein bisschen länger. Auf jeden Fall kann man entfahren, man kann die Kette anfassen, hat nicht gleich schwarze Finger und sie bleibt trotzdem leise, wenn man tritt. Also es fängt nicht an zu scheppern, zu rasseln. Ganz toll. Ich würde sagen, man muss es minimal öfter einsetzen als Öl. Aber jetzt auch nicht so, dass man irgendwie, keine Ahnung, alle 40 Kilometer oder so danach fetten muss. Das ist nicht der Fall. Ist einfach so. Man guckt, ja, ist ein bisschen trocken, macht man was rauf und dann hält es halt wieder eine Weile. Das gibt es auch neuerdings für ja, die Applikation bei kälteren Temperaturen. Das ist immer die Schwachstelle von dem Wachs, weil das Wasser eben nicht mehr vernünftig verdunstet, wenn es kalt ist. Da gibt es jetzt aber wohl eine Lösung, die werde ich mir dann zum Herbst auch mal kaufen und gucken, ob das hält, was es verspricht. Und wenn das so ist, ja, dann hat man das ganze Jahr über jetzt irgendwas, was kein Öl ist an den Ketten und ja, ich bin zufrieden. Ich werde das nicht mehr eintauschen, glaube ich. Ah ja, und beim, muss aufpassen, ich verlinke das in den Shownotes, weil wenn man Squirt googelt, kommen komische Ergebnisse bei rum. Oh Gott. Passt auf, ihr seid gewarnt. Ich oute mich auch als Fan dieses Kettenwachses. Ich benutze es tatsächlich auch am Mountainbike und am Rennrad. Bei den Stadträdern habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht, weil da die Ketten halt tatsächlich so versifft sind, dass ich die einfach noch nicht gereinigt habe. Ich denke, ich werde demnächst einfach mal günstige neue Ketten kaufen. Ja. Das ist auch so ein Ding, was da total nervt an der Stelle, weil ja, nämlich neue Ketten sind immer schon gefettet. Genau, und das Fett, was da drauf ist, das bekommst du super schwer runter. Da musst du echt mit Lösungsmitteln rangehen. Muss man aber raus. Also Bremsenreiniger habe ich, glaube ich, probiert. Mhm. Wahrscheinlich werden mich jetzt die ganzen Kettenexperten lynchen, dass man das macht. Aber sollen tatsächlich, sie machen. Es funktioniert ja. Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt, man holt den Schmierfilm, der dann dazwischen ist, ja auch durchaus mit raus, dann mit Bremsreiniger oder so, ist aber ehrlich gesagt mit dem Kettenwachs danach tatsächlich kein Problem mehr. Und seitdem muss ich auch sagen, die Ketten werden zwar trockener, aber sie fangen nicht mehr an zu rosten. Das, also wenn man es halt mal wirklich komplett übertreibt, also ich habe das dann, keine Ahnung, ab und zu, wenn man lange im Herbst mal gefahren ist, Rad einfach in die Garage gestellt oder im Winter, dann hat man schon mal einen minimalen Flugrost drauf gehabt. Ja. Das passiert, seitdem ich das Kettenwachs drauf habe, nicht mehr, obwohl die Kette trocken ist. Das ist auch interessant zu sehen.
Also ja, ich bin jetzt auch, wir bekommen tatsächlich auch kein Geld von denen, aber das Zeug funktioniert wirklich gut. Ja, also ich bin Fan. Wir bekommen übrigens von niemandem Geld für irgendwas. Ich glaube, das muss man nicht extra erwähnen. Wenn es so sein sollte, dann glaube ich, wäre es gut, das zu erwähnen. Aber ja, da stimmt. Kann man mal von ausgehen, dass das hier ernsthafte Erfahrungen sind. An dieser Stelle grüße ich meinen Chef Thomas Parz, der mir und meinen Kollegen jeden Monat einen nicht unerheblichen Geldbetrag überweist, damit wir unter anderem podcasten können. Genau. Vielen Dank dafür und an unsere ganzen Sponsoren. Wow. Ja. Rinti. Ja, das war auch ein, dafür muss man, es gibt, wer uns den Podcast nennen kann, der mit Rinti zu tun hat, weswegen Moritz diesen Gag gemacht hat, der bekommt ein Zusatzgeschenk von MTB News. Bitte einfach eine Dose Rinti für seinen Hund. Nur das Beste für den Hund. Ich musste das jetzt erstmal schnell googeln. Du wirst es, glaube ich, nicht. Mal gucken, vielleicht findest du es. Also auf jeden Fall. Gleich erstmal Hundefutter. Ja, was Rinti ist, das ist klar, aber wozu es gehört, das ist halt die Frage. Genau, also schreibt uns da einfach an Freesoul oder mtb-news.de. Genau, schickt uns da einfach eure Antwort, zu welchem Podcast das gehört und dann bekommt ihr etwas. Pass mal auf, das kann bei euch ja nur Fußball MML sein, oder? Das ist ja die Schnittmenge, die ihr beide habt bei Podcasts. Das haben wir ja in einer der früheren Episoden. Markus gewinnt das Geschenk. Es handelt sich dabei um einen Furz im Glas. Ich schicke dir nachher meine Postadresse. Ja. So, super. Moritz, hast du noch einen Bike-Hack? Drei stellen wir noch vor. So richtig nicht. Was ich super praktisch finde, was bei uns, glaube ich, ganz schön zerrissen wurde, als wir es mal vorgestellt haben. Es gibt, ich glaube, von Ziene ist das. Das ist so Grip-Tape, was auf die Bremshebel oder auch auf die kleinen Paddel von den Schalthebeln draufkommt. Und das ist im Prinzip wie so Grip-Tape fürs Skateboard, nur dass da bestimmte Sachen nicht drin sind, sodass es nicht ganz so scharf ist und nicht die Handschuhe oder so aufschneidet, was auch übrigens nicht passiert. Also es macht die Klamotten nicht kaputt, aber gerade im Winter oder bei Nässe finde ich das so praktisch, wenn man so ein bisschen von diesem Grip-Tape gerade auf den Schalthebeln hat. Finde ich eine super Sache. Würde ich nicht missen wollen. Geht natürlich auch ohne, aber das ist halt echt so eine Kleinigkeit, die kleine Veränderung, große Wirkung. Man muss auch tatsächlich, man muss nicht das Originalzeug nehmen. Ich habe mir irgendwann auch auf irgendwo im Internet habe ich mir eine große Rolle Grip-Tape-Klebeband irgendwann mal geholt. Kostete, glaube ich, einen Zehner für 5 Meter oder so. Und es funktioniert. Du klebst heute noch deine Schalthebel damit zu, ne? Ich habe es tatsächlich jetzt am aktuellen Rad nicht, aber es funktioniert tatsächlich sehr gut. Es ist tatsächlich, glaube ich, eine Faulheit, dass ich es noch nicht gemacht habe. Oder beziehungsweise ich bin mein Rad noch nicht im Winter, Herbst gefahren, mein neues. Aber das bringt wirklich was, ja. Und was ich jetzt noch in Leoman gesehen habe, in den Pits von Intense, war so ein akkubetriebenes, ja, sah aus wie eine Bohrmaschine, war aber eine Luftpumpe. Die konntest du an alles anschließen, also an die Federgabel oder an den Dämpfer oder an die Laufräder und konntest einen Druck einstellen und das ist dran gehängt. Hast dann auf Start gedrückt und dann hat sie das auf genau diesen Druck aufgepumpt. Das ist cool. Ja, fand ich super geil. Würde ich, wenn die uns vielleicht sponsern wollen, dann können sie sich auch an uns wenden. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Airwolf hieß das. Irgendwie sowas. Airwolf, ja. Das sind doch die Dinger, die in den Raststätten immer da in den Toiletten die, hängen. Die Keimspreader. Ja, genau. Oh. Echt? Oh. Ja, die sind auch praktisch. Wusstet ihr, dass ihr kennt doch die bekannte Band Dan Dryers, oder? Ja. Ich glaube, früher so von der aus der ganzen Mountainbike Rider
aus dem Umfeld so gab es ja eine bekannte Punk-Rock-Band namens Dan Dryers. Die haben sich übrigens tatsächlich nach diesen Luftpustautomaten benannt. So wurde es mir jedenfalls von einem ehemaligen oder Mitglied der Band so gesagt. Es gibt nämlich auch nicht nur Airwolf, sondern es gibt auch Dan Dryer. Das ist denen wahrscheinlich nachts mit 3,5 Promille auf der Autobahntankstelle irgendwie aufgefallen. Das kann sein, ja. Deswegen heißen sie nach meinem Wissen Dan Dryers, ja. Geil. Wir, ja, das Teil heißt Airhawk Pro. 64 Airhawk, Euro bei Amazon. Ja. Airhawk Pro. Es sind übrigens nur noch sehr wenige verfügbar. Die gehen weg, die warme Semmel. Bestellt jetzt, dann bekommt ihr nämlich auch noch einen Waschlappen dazu. Ja, und ein Pfannenset. Ja. Nur heute. Jetzt in den nächsten 10 Minuten müsst ihr anrufen. Heute am 25. Juni 2018. So, wir haben noch eins noch, Hannes. Genau. Wir haben noch einen schnellen. Dann ist aber Schluss. Einen haben wir noch. Und zwar. Bremsen entlüften ist immer ein großes Thema bei ganz vielen Leuten und da gibt es offiziell ist es für Magura-Bremsen gedacht, da gibt es ein bereits in den Shownotes verlinktes Video mit Tibor Simai, der es bei Magura-Bremsen vormacht, und zwar das Entlüften über den Bremshebel beziehungsweise einfach über den oberen Ausgang quasi am Hebel direkt am Lenker. Man muss ganz, ganz oft weder bei Bremsen noch bei zum Beispiel der RockShox Reverb muss man nicht immer einen kompletten Entlüftungsservice machen, wo man dann einmal das komplette Öl durchpumpt, sondern ganz oft reicht es am Beispiel von Magura Bremsen beispielsweise, indem man das wirklich nur oben am Hebel macht. Es dauert ungefähr 30 Sekunden. Es geht wahnsinnig schnell und also ich habe es nicht nur mal ganz kurz, ohne dass ich das Video jetzt gesehen habe. Genau, es läuft so, du machst, also jetzt am Beispiel Magura, du machst oben Deckel ab, drehst du die kleine Schraube ab, das ist ja bei Magura noch so eine kleine Plastikschraube, dann hast du bereits eine Spritze mit, ich glaube, 2/3 an dem Royal Blood, hast du schon vorbereitet, die packst du da einfach drauf. Und zwar, da gibt es, wie es genau läuft, da ist noch, man hat im Prinzip da so ein kleines Bohrloch in der Spritze mit drin, das muss man während der Zeit zuhalten, damit es nicht ausläuft und so weiter. Ja. Man lässt das Ganze, man stopft es da rein, öffnet quasi das ganze System, also nimmt, glaube ich, den Finger von diesem Bohrloch an der Spritze, dann, ich weiß nicht genau, wie es genau funktioniert, auf jeden Fall läuft es so, dass du es kurz, du gleichst es im Prinzip aus, du ziehst, du drückst, es dauert ein paar Sekunden, dann nimmst du das ganze System wieder ab und das war's. Also es ist wirklich halt super schnell. Also wie es genau geht, mach mal, es geht besser. Also Tibor Simon kann es definitiv besser erklären, als ich jetzt gerade. Es ist schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe. Mhm. Aber bei mir funktioniert es erfolgreich. Es hat genau so geklappt wie im Video tatsächlich. Und genau, also wie gesagt, bei der RockShox Reverb, da habe ich es ähnlich so gemacht. Man muss nicht die ganze Reverb dann rausnehmen. Gerade bei Stealth ist es halt super nervig. Sondern das meiste geht tatsächlich über den kleinen Hebel oben. Und dadurch kriegt man das Ding wieder voll und es dauert halt wenige Augenblicke nur. Ja. Cool. Das hätten wir dazu. Apropos cool. Markus, wir haben noch was für dich. Und zwar, es dauert ja noch eine Weile, bis du Geburtstag hast, oder? Welchen Monat hast du nochmal Geburtstag? Ende März. Mhm. So, es könnte aber sein, dass wir vorher nämlich schon was einlösen müssen. Und zwar, wir machen das nämlich jetzt live. Und zwar wollen Moritz und ich dir was schenken. Und zwar, es gibt aktuell, ich habe dich letztens noch einen Termin gefragt, da kannst du nicht. Da ist ein Special, aber es wird noch weitere Specials geben. Und zwar gibt es eine Bang Boom Bang Tour. Nein. Ja, und zwar, die würden wir dir gerne zusammen schenken, wenn wir das nächste Mal irgendwie das mitkriegen. Es läuft dann so, dass du eine Bustour hast mit zu den wichtigsten Drehorten. Und zwar sind das Keks sein Haus, Frankies Video Power, der Sportplatz, Schluckes Fundort, der Dortmunder Flughafen und die Pferderennbahn. Das ist geil. So, da fährt man hin, man glüht ein bisschen vor,
dann guckt man natürlich den Film. Und das Ganze findet natürlich dann in Dortmund und Unna und so statt. Und danach ist noch ein bisschen mehr. Also wenn wir dann, ich bin beim Newsletter angemeldet, wo die Termine machen. Es wird wahrscheinlich dieses Jahr noch weitere Termine geben und dann werden wir das zusammen im Ruhrpott machen. Das ist geil. Ich bin etwas gerührt und wische meine Tränen aus dem Auge. Oh, ist das geil, Jungs. Hammer. Oh, großartig. Ja. Ich wollte es nur jetzt mal loswerden, weil wir müssen tatsächlich, wenn die nächsten Termine kommen, das demnächst dann mal ausmachen. Und das wird sehr, sehr cool. Also, ja, das glaube ich. Geil. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das passiert nicht oft. cool. Wow. Ja. Wow. Und weil wir wollten es halt auf jeden Fall zu dritt machen. Ja. Ja, das wird sehr lustig. Großartig, vielen Dank. bin ganz geflasht gerade. Freue mich. Cool. Ich freue mich auf jeden Fall auch. Also es wird sehr cool. Es soll sehr gut sein. Ja, allein mit euch, das reicht ja schon, egal was passiert, oder? Ja. Wow. Ich freue mich. Moritz, das haben wir aber auch noch. Also der ist so ein harter Hund sonst, ne? Ja, und jetzt der sitzt Markus, er da heulend vorm Röhrenmonitor. In Brandenburg, im Berghain. So, ich bin raus. Ich kann nichts mehr sagen heute. Ja, dann können Hannes und ich uns in der Zeit über Fußball unterhalten. Das ist ein Sportart, die im Aufstreben ist. Ich habe ja Ahnung jetzt vorher, von Fußball. Vorher noch Was? Die Aufforderung an unsere, auf unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr noch irgendwelche coolen Bike-Hacks habt, dann schreibt doch einfach mal eure besten Tipps und Tricks in die Kommentare. Und wir werden sicherlich in Zukunft nochmal auf das Thema eingehen. Ja, genau. Und jetzt, zum Beispiel in der nächsten Folge werdet ihr Gregors Downhill-Style-Polizei-Bikehack-Spezial kennenlernen. Ja, der Gregor soll erstmal seinen Bus in den Griff bekommen. Ja, das hat er bis dahin geschafft. Und dann gibt es Gregors Downhill-Style-Polizei-Bikehack-Spezial in der nächsten Sendung. Wer zufällig noch einen VW T5-Bus mit dem guten Dieselmotor günstig zum Verkauf hat, bitte an gregor@mtb-news.de schreiben. Der Gute ist, dass der in die Städte reinkommt oder der nicht in die Städte reinkommt. Also in die Städte kommen die alle nicht rein, aber gut im Sinne von fährt länger als 100 Kilometer am Stück, ohne dass der auf die Hebebühne muss. Das klingt da ja nach Toms Auto. Ja, aber da ist ja auch immer ein Pferd drin. Stimmt. Also, genau, es geht um Fußball, denn aktuell findet ein nicht so unwichtiges Turnier statt. Viele Länder spielen gegeneinander. Was war das noch? UI Cup, oder? UI Cup, genau. DFB-Pokal, erste Runde, darüber wollen wir uns unterhalten. Ne, wollen wir natürlich nicht. Es ist natürlich Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Und wir sind zwar ein Mountainbike-Podcast und alle, die jetzt da überhaupt keinen Bock drauf haben und vor Empörung ihr Handy anschreien, die dürfen jetzt auch gerne abschalten. Nee. Die können einfach in ihren Podcast-Player gehen und aufs nächste Kapitel schalten. Genau, wir haben und danach geht es nicht noch ganz lange weiter. Danach kommen die geilen Themen erstmal. Genau, ja, aber für alle anderen, die jetzt da Bock drauf haben, die dürfen gerne weiter zuhören. Wir wollen uns ganz kurz ein bisschen über die aktuelle WM unterhalten. Stand jetzt ist die Gruppenphase. Wir unterhalten uns 5 Minuten über die WM und ich stelle kurz den Timer auf meinem Handy. Das heißt, sobald mein Handy klingelt, achso, ich dachte, es steht da, 5 Minuten Rückblick auf Fußball mit Markus als merkelndem Sidekick. Dabei habe ich doch jetzt Ahnung von Fußball. Ja, das okay, sagen wir 7 Minuten. Mach mal 10 Minuten, dann passt das genau mit Verabschiedung, dass wir um 16 Uhr durch sind. Okay, Timer läuft, sobald mein Handy klingelt. Oder dein Kopfhörer ist fertig. Leer ist. Ja. Perfekt. Also, Stand heute, 25. Juni, wir sind im finalen Teil der Gruppenphase, die beginnt heute. Drittes Gruppenspiel beginnt heute wieder mit Russland. Ganz kurz vorneweg, was war bisher euer WM-Highlight oder eure WM-Highlights? Gibt es da bestimmt mehrere? Jeder eins. Also ich fand gestern das Spiel Kolumbien gegen Polen ziemlich geil, weil die Stimmung im Stadion super war und weil ich Kolumbien ganz gerne mag. Also die Mannschaft finde ich irgendwie super.
Ein weiteres Highlight war das 1:6 von Panama, was einfach nur krass gefeiert wurde von den Panamesen. Erstes Tor der WM-Geschichte. Wir haben, ganz kurz, wir haben uns darüber unterhalten, wie wir denn, ob das wirklich, wie die heißen, Panamaraner, Panamesen, wir haben uns auf Panameras geeinigt. Panameras, ich weiß nicht, ob das ist richtig. Ja. Aber ja, Frage an die Zuschauer, wie heißen Panamesen richtig? Ja, Moritz, weiter. Panamaya, beziehungsweise Panamaerin. Okay. Sagt Wikipedia mit Quellenangabe. Panamaya. Ja, das muss stimmen. Steht so im Duden. Ja, und was natürlich auch ziemlich stark war, war der Freistoß von Toni Kroos in der 117. Spielminute mit anschließendem Interview, was an Großkotzigkeit kaum zu überbieten war. Großkotzigkeit. Guter Wortwitz. Ist, glaube ich, noch niemand drauf gekommen, den Namen Kroos mit irgendeinem Wortwitz zu verbinden. Ja, aber das war tatsächlich ein ziemlich cooles Spiel. Ich bin eigentlich, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, fieber ich nicht so wahnsinnig mit. Mhm. Aber jetzt das Spiel am Samstag gegen Schweden war an Dramaturgie nicht zu überbieten. Ich glaube, Kroos hat übersetzt sowas gesagt wie im Interview, ja, ich bin der Geilste, glaub's mir. Nur ich. 90 Minuten nach. Nur ich. Schau's dir an. Ja, er hat ja für alle Highlights gesorgt und auch sein Bruder Felix Kroos hat für einen guten Tweet gesorgt. Und zwar hat er Glückwünsche an seinen Bruder Toni Kroos rausgesendet und beglückwünscht ihn dafür oder dazu, dass er ein Tor gemacht und eins vorbereitet hat. Denn er hat ja eins geschossen und eins hat er durch seinen Fehlpass für die anderen leider vorbereitet. Hm. Und kam wieder gut, Felix Kroos, auch Fußballspieler. Ja. Wer sind eure Favoriten auf den Titel? Ich will ganz kurz ein Highlight auf jeden Fall noch sagen, Entschuldigung. Kein Problem. Ich weiß, was du jetzt sagst. Das habe ich leider nicht live gesehen, du hast es mir geschickt. Und zwar, also, wir schreiben die 94. Minute. Iran gegen Spanien. Ein nicht unwichtiges Spiel für den Iran, denn Iran liegt mit 0:1 hinten. Es sind noch ungefähr 10 Sekunden zu spielen. Was gibt es da Besseres, als einen Einwurf zu machen? Und nicht einfach einen schnellen Einwurf zu machen, sondern, keine Ahnung, ob er es auf YouTube gesehen hat oder wie auch immer, auf jeden Fall macht er eine Vorwärtsrolle mit dem Ball, kommt zu spät im Feld leider wieder auf und merkt, okay, das Ganze funktioniert doch nicht und wirft den Ball anschließend normal rein. Das Ganze hat Milad Mohammadi gemacht von der iranischen Mannschaft und dazu gibt es auch ein sehr lustiges YouTube-Video und es wirkt einfach angesichts dieser sehr angespannten, schwierigen Spielsituationen, kurz vor Schluss, einfach durch sehr kurios, aber ist mein optisches und turnerisches Highlight dieser WM bisher schon. Siehst du, sogar ich habe das gesehen, weil du mir das ungefähr 12 Mal im Chat gesendet hast und ich glaube, ich jeweils nicht reagiert habe und du dachtest, ich habe es nicht bekommen. Ja. Aber es ist mir geläufig, sehr schönes Ding auf jeden Fall. Zu deiner Frage. Also ich muss tatsächlich sagen, ich könnte mir vorstellen tatsächlich, es gab ja solche Spiele für Deutschland jedes Mal. Also letztes Mal war Algerien so der Knackpunkt, wo ganz, ganz knapp noch im Achtelfinale gewonnen wurde und die Position des Libero-Torwarts geboren wurde in Form von Manuel Neuer. Also ich denke, das war so ein Knackpunkt, wo auch vorher alles so semi-cool war irgendwie und auch 2010 wurde in der Vorrunde gegen Serbien verloren und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass jetzt so das Momentum auf Seiten der Deutschen liegt und die kommen jetzt rein, könnte ich mir vorstellen und wenn das nächste Spiel ist gegen Südkorea auch nochmal, wenn man merkt, okay, sie sind jetzt halt wirklich irgendwie drin, dann könnte ich mir vorstellen, dass Deutschland definitiv ein Favorit ist. Ansonsten sind es für mich Belgien und Kroatien im Moment. Ja, spannende Tipps. Hätte jetzt eher so als Geheimfavoriten genannt, also gerade Belgien. Wir sind seit 10 Jahren Geheimfavorit. Irgendwann müssen sie mal Favorit sein. Ja, klar. Also denen merkst du schon an, dass sie schon seit vielen Jahren eine super talentierte Mannschaft haben und dieses Jahr so ein bisschen gefestigter sind. Also ich glaube auch, dass die relativ weit kommen werden. Die sind schlampig in der Abwehr. Das ist das Problem. Ja. Haben aber auch so mit den besten Torwart der Welt, mit dem Thibaut Courtois. Ja. Ja.
Und ich glaube, also wer dieses Jahr sehr, sehr stark sein wird, eher so von den üblichen Verdächtigen sind die Franzosen, weil was die von den Kader haben, ist ziemlich unfassbar, wenn man einfach mal so Ousmane Dembélé als Einwechselspieler bringen kann, der letztes Jahr für 145 Millionen Euro zu Barcelona gewechselt ist. Und dazu haben die Franzosen wie immer die schönsten Trikots der Weltmeisterschaft. Und von daher denke ich, dass Frankreich dieses Jahr den Titel holt. Markus? Ich habe ja genau null Ahnung von Fußball. muss aber gestehen, dass ich am Samstag das Spiel geschaut habe, weil es nicht anders ging. Ohne Kommentator oder Kommentatorin, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht mal sagen. Habe mir das sozusagen selbst alles zusammengereimt, was da passiert ist. Und ich muss sagen, es war doch schon stellenweise spannend. Also lange Zeit war das irgendwie doch komisches Gestocher und dachte, ja, du machst nichts falsch, wenn du normalerweise einen Bogen um Fußball machst, aber es wurde spannend und irgendwie so ab Minute 75 habe ich angefangen mitzufiebern und das war echt krass, das kannte ich überhaupt nicht. Und es wurde dann halt echt spannend und habe mich tatsächlich auch gefreut und als das Tor fiel, bin ich aufgesprungen und das sind so Sachen, das habe ich von mir selbst nicht geglaubt. War aber auch wirklich schön, dieses Freistoßtor, ganz, ganz großartig. Das letzte Fußballspiel, was ich davor gesehen habe, FYI, war das Finale der Weltmeisterschaft, festhalten, 2002. Da hat nämlich Brasilien gegen Deutschland gespielt. Brasilien-Deutschland, ja. Die große Stunde des Oli Kahn. Genau. Oh ja. Wo Ronaldo diese überragende Frisur hatte. Diese Frisur, dieser furchtbare Patch da vorne drauf. Ist so geil, dass ihr sofort Bescheid wisst. Ja, klar. Also, ich erinnere mich nämlich an kaum noch irgendwas. Ich weiß auch, wo ich es geguckt habe. Ja, ich weiß auch noch. Zwei verloren haben. Ja, ich weiß auch noch, wo ich es geguckt habe. Auf jeden Fall 16 Jahre Pause zwischen den zwei Fußballübertragungen. Aber es war echt, war okay. Hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ich hatte dann irgendwie zum Ende auch schon 3 Gin Tonic drin und das war ein Gin Tonic vom Schwiegervater, der mischt so 1:1 ungefähr. Also entsprechend die Stimmung war heiter und hat mir gut gefallen. Ich denke, ich werde das tatsächlich nochmal wiederholen irgendwann demnächst. Aber ansonsten, ich kann keine Tipps abgeben. Ich habe keine Ahnung von Fußball und im Zweifelsfall Italien. Italien, ja. Die sind doch gar nicht dabei, oder? Holland vielleicht auch. Nee, ich denke, Frankreich ist ein cooler Tipp, den finde ich gut. Da bin ich bei Moritz. Ja. So, ansonsten geht dieser Kelch komplett an mir vorbei. Ja. Und werden ja auch nochmal vorm Finale podcasten. Mal schauen, ob sie unsere Tipps bereiten und im Finale dann Frankreich gegen Belgien und Kroatien spielen wird. Belgien finde ich eigentlich auch einen ganz coolen Tipp. Na, wer werden gute Pommes. Gutes Bier, gute Schokolade. Ja. Was ich, um mal wieder den Bogen zum Thema Mountainbike zurückzuspannen. Was? Aber was ich tatsächlich nicht so sehr verstehe, vielleicht könnt ihr mir es sagen, wahrscheinlich aber auch nicht, ist wahrscheinlich ein ähnliches Thema wie die ganzen blöden negativen Kommentare, mit denen wir und auch andere Websites zu tun haben. Das sieht man ja jetzt auch wieder auf Facebook, so ganz viele Mountainbiker, die jetzt die Weltmeisterschaft nutzen, um mit irgendwelchen komischen Bildern das Thema Mountainbike aufzuwerten, indem sie das Thema Fußball abwerten, so von wegen Fußball ist bescheuert, weil so und so und deswegen ist Mountainbiken so geil. Ich kann ja verstehen, dass das Mountainbiker jetzt nicht unbedingt gerne Fußball schauen, kann ja jeder machen, wie er es hat. Und klar, Fußball ist jetzt total omnipräsent, was ich mir auch für viele, die mit der Sportart nicht so viel zu tun haben, nervig vorstelle. Aber diese Aufwertung, indem man andere Sachen auf bescheuerte Art und Weise abwertet, das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen. Und da denke ich mir immer, es gibt so viele coole Sachen am Mountainbiken und das ist eine Sache, die ich aber total bescheuert finde. Oh, jetzt Time abgelaufen. Ja, wir sind ja auch schon durch, fast. Ja. Bin ich ganz bei Moritz. Ist einfach Blödsinn, sowas. Ich finde es auch nervig. Gerade von also, Reife. Ich habe tatsächlich letztens auch, da gab es jetzt auch Leute, die, da ging es dann darum, wenn sich alle Leute so viel mit Fußball beschäftigen würden, also wenn sich alle Leute so viel mit, keine Ahnung, nimm Umweltschutz, Tierschutz, gab da ganz viele Sachen, wie mit Fußball jetzt gerade beschäftigen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort und so.
Und auf der, oder dann diese bekannten Bilder immer, wo dann, wo ein blutüberströmter Mountainbiker noch ins Ziel fährt und dann liegt da zum fünften Mal Neymar irgendwie auf dem Boden im anderen Bild, der sich wieder wälzt vor Foul. Also ich meine, diese Unfairness im Fußball, das ist so die andere Sache, das, was mich, das nervt mich auch kolossal, dieses ständige Liegenbleiben, Zeitspiel. Ja, klar, ist total zum Kotzen. Ja. Ja, aber ich bin da auch definitiv total bei dir, Moritz. Ich finde dieses Abwerten und dieses, ja, Mountainbiker sind was Besseres oder wir als Mountainbiker sind was Besseres und Fußballfans sind halt nur so die Doofen. Das finde ich irgendwie auch schade. Also ich bin jetzt auch kein Überfußballfan, aber ich verfolge tatsächlich, das gebe ich auch gerne zu, die WM jetzt einfach ziemlich viel. Ich verfolge auch das, was der FC Köln in der zweiten Liga machen wird. Ab der kommenden Saison werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen verfolgen, aber abgesehen davon bin ich einfach zu einem viel größeren Prozentsatz noch Mountainbiker, von dem, was ich lese, sehe, tue. Und ich denke, das kann auch eine friedliche Koexistenz sein, irgendwie als Interessensgebiet. Und ja, also ich verstehe es auch nicht, warum es sein muss, aber gut, sollen sie machen. Finde ich halt nicht so großartig. Ja. Ah, nächstes Jahr dann das Zweitliga-Duell, 1. FC Köln gegen Union Berlin. Mhm. Vielleicht können wir uns das ja auch zusammen im Stadion anschauen. Das wäre eigentlich Markus auch mal ganz geil. Weiß ja, wo die alte Försterei ist. Ja. Ja. Okay, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, oder? Ja, ich muss los in einer Minute, zwei Sekunden. Ja, wie war euer Bier? Sehr toll. Ich hatte hier ein Lager erwartet und als ich den ersten Schluck nahm, dachte ich, das ist kein Lager, das ist ein Pale Ale. Ein Hochregallager. Und dann habe ich das Etikett gelesen und tatsächlich, das ist der Geschmack ist gewünscht. Das soll so ein Lager mit dem Einschlag von Pale Ale sein und das ist eine ziemlich gelungene Sache. Also ich würde sagen, das Bier bekommt auf jeden Fall eine Empfehlung. Link in Shownotes. Mein Backbone-Splitter, kennt ihr das bei einem Bier, wenn es dann doch sehr, also es war gar nicht so, hat nicht so extrem geperlt, aber wenn so ein IPA so fast likörig runtergeht, so ein bisschen, das war eins der Sorte. Es hat nur in Anführungsstrichen 6,6 Volumenprozente gehabt, was natürlich durchaus ein bisschen mehr ist als ein normales Pils, aber auch kein extremes Starkbier. Nee. Hat aber, ist so vom Abgang her doch echt, ich sag mal so, es war sehr lecker, aber auch sehr, sehr stark, sehr hopfig, recht bitter und ging nicht so super schnell runter. Also es war nicht süffig, aber war lecker. Aber eher ein Bier, wovon ich definitiv nur eins am Abend trinken würde. Aber war eine gute Empfehlung. Oder am Mittag. Oder am Mittag, ja. Oder frühst auf dem Weg zur Arbeit. Viele Grüße an Moritz' Bruder. Genau. Ja. Ja, Moritz, dem schicken wir auch mal ein paar Bier zu. Mein Bier war super lecker. Ich mag IPA ist sehr gut. Fazit Ende. Das hört man. Sein Fazit. Wie hat ihm das Bier geschmeckt? Ich mag es sehr gut. Nee, ich mag diese Art von Bier sehr gerne. War nicht ganz so bitter wie andere IPAs im Abgang, was ich auch ganz gerne mag. Also so ein IPA, was er noch ein bisschen bekömmlicher ist als jetzt diese ganz bitteren Vertreter, hat mich so ein bisschen an das Trailbier erinnert, was ihr mir damals vom Seattle mitgebracht habt. Ach ja. Cool, ja. Ja. Und die Flasche ist sehr schön. Ich weiß nicht, mit welcher Technik das gemacht wird, ob es CNC gefräst oder 3D gedruckt oder was auch immer ist. Wahrscheinlich eine Kombination aus verschiedenen Fertigungsmethoden. Aber auf jeden Fall in die Flasche ist so sind die verschiedenen hawaiianischen Inseln eingelassen, dass sie sich dann so abheben und Liquid Aloha steht drauf. Sowas spricht mich persönlich immer sehr an. Von daher kann ich sehr empfehlen. Cool. Gut, ich würde sagen, wir hatten echt ein ganz schön volles Programm heute mit vielen coolen Infos. Mir hat es echt Spaß gemacht heute. Mir auch. Mochte ich sehr gut heute. Ja.
Ja, ich habe auch, haben wir noch irgendeinen, habe ich noch einen schlechten Witz? Nee, nächstes Mal. Ich packe nächstes Mal wieder drei Fahrradwitze rein. Ja. Weil die letzten, ich hätte noch so einen, aber den kann ich nicht erzählen. Besser ist es wahrscheinlich. Ja. Na gut, dann gut. Schauen wir mal wieder WM. Machen wir, genau. Heute geht's, ja. Gibt's vier Spiele und zwei parallel, ne? 16 und 20 Uhr, meinst du, oder 16 und 21? Ja, genau. Irgendwie sowas. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. So sieht das aus. Ich hoffe, wir kommen in zwei Wochen dazu, weil da gerade, zwei Wochen wird schwer. Da ist nämlich diese Eurobike dieses Jahr im Juli. Ja. Vielleicht auch in der Woche danach. Aber sollten wir irgendwie hinbekommen. Wir planen schon, wenn wir es vielleicht irgendwie hinkriegen, dass wir eine Live-Ausgabe irgendwie machen. Allerdings ist Moritz gerade wahrscheinlich auf dem World Cup. Wir müssen mal schauen. Aber das wäre, glaube ich, auch mal ganz cool, wenn wir das hinkriegen, weil auf der Eurobike gibt es auch diverse potenzielle Gäste. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall wird es, denke ich mal, ein paar O-Töne von der Eurobike geben und viele spannende Sachen auf jeden Fall. Es wäre toll, wenn du mit jedem Gast ein Bier trinken würdest. Ja, wir laden einfach 10 Gäste ein. Ja. Super. Ja. Schauen wir mal. Na gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Den wünsche ich euch auch. Gut. Und was wir uns gekauft haben, klären wir beim nächsten Mal, ne? Genau. Ja. Alles klar. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Alles klar. Tschüss. Haut rein, Jungs. Bis ciao. Bald. Ja. Ciao.